Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Premium Homebrew Folge. Und heute möchte ich euch The Machine vorstellen. Das ist bei Inkcube 8 erschienen. Gibt es in drei Versionen: einmal digital, da kriegt ihr dann logischerweise nur die ROM, sowohl für den Game Boy Color als auch für den normalen Game Boy und natürlich das Handbuch als PDF. Dann gibt es eine normale Version, die ich hier mir gekauft habe, und eine Premium Version, die natürlich noch etwas teurer ist. Habe ich euch natürlich unten verlinkt. Und ich würde sagen, genug der langen Vorrede. Schauen wir erstmal, was alles in dieser Packung drin ist. Wir kommen jetzt natürlich zu der wichtigsten Frage: Wie spielt sich dieses Spiel? Und zwar ist das Spiel eine ganz eigene Erfahrung. Es ist ausgelegt, dass man das Spiel auf jeden Fall mehrmals durchspielt oder ja so mehrere Versuche hat. Denn das Spiel ist relativ storygetrieben. Wie ihr schon seht, ist das Grundsetting schon mal sehr interessant. Und zwar lebt ihr in dieser Maschine, die über Land fährt. Und diese Maschine ist riesig. Ja, da wohnen zehntausende Leute drin. Und diese Maschine ist in verschiedenen Ebenen unterteilt. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, in einer Form ungefähr. Oben ist natürlich die Spitze, da wohnen natürlich nur der Schnösel und unten, ich sag mal, der Abschaum. Und das Spiel startet immer gleich. Also wenn ihr scheitert, werdet ihr auch immer wieder hier hingeworfen. Und zwar spielt ihr den kleinen, süßen Protagonisten, der irgendwie zu spät zu seiner Abschlussprüfung kommt. Also vorweg, ihr seht, das Spiel ist nur auf Englisch. Das heißt, ihr solltet schon einigermaßen gut Englisch verstehen können, sonst kommt ihr leider nicht viel, viel weiter. Und es ist so, ne, wie ihr vielleicht sehen könnt, ihr kommt zu spät zu dem Test und ihr habt auch noch vergessen, dafür zu lernen. Dabei ist dieser Test essentiell wichtig für eure Zukunft. Denn dieser Test entscheidet über eure Zukunft, was für einen Job ihr bekommt. Und dadurch, was für einen Job ihr bekommt, bekommt ihr natürlich eine ganz andere Stellung in dieser Maschine und erlebt andere Abenteuer. Und im Prinzip, je nachdem, was für einen Job ihr denn zugeordnet bekommt, erlebt ihr halt eine andere Geschichte. Und selbst wenn ihr einen bestimmten Job habt, gibt es während dieser, ich sag mal, Jobgeschichte verschiedene Wege und Optionen, die ihr denn durchspielt. Aber ich versuche euch so wenig wie möglich zu spoilern. Wir machen jetzt diesen Test. Und wie ihr seht, sind diese Fragen sehr spezifisch, ne? Also wie viele Leute leben in den unteren Distrikten? Könnt ihr natürlich jetzt so spontan überhaupt nicht wissen, aber je öfter ihr das Spiel spielt, desto mehr bekommt ihr natürlich diese Fakten alle irgendwie präsentiert. Also ihr habt immer hier drei Antwortmöglichkeiten: einmal antworten, raten oder schummeln. Wir machen es mal antworten. Ich stelle mich jetzt mal extra doof, ne? Sagen wir mal 10.000. Frage 2: Was ist das letzte Wort auf den Polizeimotto? Ja, serve self all first. Nehmen wir mal first. Ne? Wie gesagt, stelle ich jetzt mal extra doof. Was ist die Wurzel des traditionellen ja, Geistes Expansionsdroge? Ne? Also, ja, ist ein bisschen holprig jetzt entsprechend übersetzt. So. Und dann könnt ihr halt diese Fragen halt immer beantworten. Oder ihr könnt einfach raten. Dann wird das automatisch für euch ausgewürfelt. Oder ihr könnt halt hier unten spicken. Und da ist so ein kleines Spielchen eingebaut. Und zwar müsst ihr jetzt darauf achten, dass die Lehrerin nicht guckt. Also ihr seht die Lehrerin da vorne. Wir müssen jetzt A drücken. So, es hat sie nicht geguckt. Haben wir hier richtig irgendwie gedrückt und wir haben jetzt die Antwort kopiert. Hoffen wir mal, dass sie auch richtig ist. Bescheiß mal nochmal. So. Jetzt gucken wir mal. Jetzt hat sie gerade nicht geguckt und wieder kopiert. So, gucken wir mal. Da machen wir es wieder raten. Und damit wir hier jetzt aber schnell durchkommen. Ihr wollt ja was vom Spiel sehen. Also im Prinzip ist das Spiel sehr storygetrieben. Es gibt aber immer mal wieder so kleine logische, ich sag mal, Minispielchen, die ihr halt bestreiten müsst. Mal gucken, ob wir, wo wir jetzt irgendwie reinkommen, wo wir jetzt verteilt werden.
Und diese Geschichten, die sind sehr interessant, weil die sehr stark von sozialer Ungerechtigkeit geprägt sind. Das ganze Welt ist sehr dystopisch, ist wirklich sehr, sehr interessant. Okay, wir haben jetzt hier 10 von 100, also nicht so wirklich. Das heißt, wir kommen jetzt hier nicht zur normalen Jobvermittlung. Wie ihr seht, es speichert dann auch immer. Ich finde auch diese Grafik sieht so klasse. Guck mal, wie der so rumläuft. Ich finde es irgendwie süß. So, und jetzt kommen wir hier so raus. Da treffen wir den Onkel Bob. Hey, Gerd. Ich habe gehört, dass du ziemlich durchgefallen bist bei dem Test. Aber keine Sorge, ich bin auch durchgefallen. Ich wurde beim Bescheißen irgendwie erwischt. Aber du kannst immer noch bei der Polizei gehen. Also, wenn ihr quasi den Test total versemmelt, sind eure beiden Optionen, diese beiden hier, entweder zur Polizei zu gehen oder halt in der Fabrik zu arbeiten. Ne, für beides braucht ihr keinen super Test. Und das können wir uns jetzt aussuchen. Ich würde sagen, gehen wir mal zur Polizei, ne? Und dann gucken wir dann mal. So, jetzt gehen wir hier erstmal zu Hause. Das wird euch am Anfang immer gezeigt, wo ihr hin müsst, so mit Pfeilen. Das heißt, ihr verliert jetzt nicht komplett die Orientierung oder ähnliches. Ihr könnt, wenn ihr auf Start drückt, habt ihr so eine ganz grobe Karte, wo ihr seht, was für Sektoren das entsprechend aufgeteilt ist. Außerdem habt ihr natürlich noch Items und ja, Achievements halt entsprechend. So, das ist die U-Bahn. Also wir fahren jetzt erstmal zu Hause, zu Hause, nach Hause, um uns jetzt einfach mal erstmal auszuruhen, bevor es jetzt zur Polizei geht. Das zeige ich euch noch kurz, weil das ist ein gutes Beispiel für die Minispiele. Und ihr könnt euch vorstellen, die Polizei ist nicht gerade ausgebildet. Dadurch, dass logischerweise hier die Leute nehmen, die durch den Test durchgefallen ist. Und dann könnt ihr euch vielleicht schon erahnen, was für Geschichtsstränge irgendwie sich da entspannen können. Also ihr arbeitet dann immer, ihr kriegt entsprechendes Geld und es gibt dann halt wirklich, könnt ihr entweder dann danach einfach schlafen gehen oder ihr könnt halt einfach ein bisschen die Welt noch erkunden. Natürlich jetzt auch nicht uneingeschränkt. Unbedingt, wenn ihr irgendwie in der unteren Ebene wohnt, dann gucken die euch natürlich in den oberen Ebenen schon mal etwas, ich sag mal, komischer an. Und wie ihr seht, haben wir dieses Chapter One, die Rezession fängt an. Also die Geschichte ist immer grob in verschiedene Kapitel unterteilt. Auch da möchte ich euch jetzt nicht zu sehr spoilern. Und dadurch wird halt entsprechend eure Geschichte, ja, beeinflusst. So, das ist der Onkel Bob, der sagt guten Morgen, ob wir fertig sind für unseren ersten Tag an der Polizeiakademie. Da sind wir auch schon. So, und dann gehen wir da einmal hin. So, so, und oh. Und wir sind schon wieder zu spät, ne? Wir sind der Letzte da. Das wird sicherlich nicht gut ankommen. So, das ist der Ausbilder. Der hat uns natürlich schon bemerkt, dass wir die Letzten sind. Was ist unser Name, fragt er. War natürlich jetzt nicht die Antwort, die ihr hören wolltet. Wir sollen rüberkommen. Und fragt, sag mal, hast du Drogen genommen oder was? Nein, natürlich nicht. Also können wir entweder lügen oder ja, die Wahrheit sagen. War auch die richtige Antwort, weil Drogenabhängige wollen sie natürlich in der Polizei nicht haben. Oh, das habe ich nicht aufgepasst. Ja, ich habe es nicht aufgepasst. Ach so, nein, genau, aber wie ihr seht, also ihr habt da schon mal so Möglichkeiten. Also er hat gefragt, ob wir einfach zu doof sind und ob wir mit Absicht zu spät gekommen sind. Das wollte ich sagen. Ne? So. So, genau, so. Und jetzt komme ich hier zur Ausbildung. Und zwar ist nämlich der erste Tag der Fitnessausbildung. Und da werden wir jetzt ein paar kleine Rennspiele haben. Hier sieht man, ne, es ist fast Speed Track and Field. Ich muss mal hier rüber hüpfen. Wobei wir natürlich hier etwas unfair sind. Also hier ist natürlich ein bisschen hakeliger als jetzt bei Track and Field zum Beispiel. Ich glaube, wir erreichen andere nicht, obwohl es natürlich hier auch wirklich unfair ist, weil wir Hürden haben und der andere nicht. Aber vielleicht schaffen wir es noch. Nee, leider nicht. Also das geht denn so weit,
Natürlich, dass wir diese Tests entsprechend bestehen müssen. Wir können die jetzt aber wirklich so oft neu anfangen, wie wir wollen. Also wir müssen da der Erste werden, aber es wird immer wiederholt. Das wollte ich euch zeigen. Ich möchte euch, wie gesagt, von der Story nicht so viel spoilern, nur halt wirklich, das Szenario ist sehr interessant und das Spiel spielt man halt mehrmals durch und man sieht andere, dieselben Situationen auch aus anderen Perspektiven und so weiter. Und das ist wirklich sehr, sehr interessant. Und wenn man alles zusammennimmt, wird das so alles so an Großen und Ganzen fusioniert. Ich finde das Spiel herrlich. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Danke, dass ihr diesmal wieder reingeschaut habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Macht's gut. Tschö.